Servus Internet, liebe Leser. Heute möchte ich ganz kurz noch meine Meinung loswerden. Und zwar ist es ein typisches Beispiel, wie ihr von den Medien manipuliert werdet. Und ich habe das gerade gefunden. Und zwar lese ich jetzt ganz kurz vor, aber ich werde es auch hier einblenden. Russlands Totenzahl 2020 doppelt so hoch wie angegeben. Im Weiteren geht es darum, dass die staatliche Statistikagentur Rosstat für 2020 angegeben hat, dass 162.000 Menschen mit dem Coronavirus verstorben sind. Und hier wird dann bekrittelt, dass auf der Regierungsseite heute auch veröffentlicht wurde, dass lediglich 77.000, also knapp die Hälfte der Menschen, nur verstorben sind an den Auswirkungen von Corona. Und das wird sozusagen als sehr negativ dargestellt. Dass es hier verschiedene Zahlen gibt, soll sozusagen einen internen russischen Konflikt oder etwas darstellen und natürlich auch die Anzahl, diese enorme Anzahl der Toten nochmal klarlegen. Im Weiteren heißt es auch noch 18% mehr Tote als 2019 und so weiter und so fort. Der Punkt ist, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann muss man sagen, das ist ja dort auch kein Geheimnis. Ja, das heißt, es gibt die Zahlen der Leute, die mit dem Coronavirus verstorben sind und die Zahlen der Leute, die am Coronavirus direkt verstorben sind. Und in Russland werden Leute, die mit dem Coronavirus gestorben sind, obduziert. Gerade in Moskau ist hier eine lange Schlange an Leuten, die tägliche Obduktionen durchmachen, um herauszufinden, ob die Leute wirklich am Corona verstorben sind oder nur mit. Und diese Zahlen sind auch dahingehend transparent, weil sie auf den Seiten so angeführt sind. Das heißt mit dem Coronavirus verstorben, das heißt gestorben und er hat Corona-Positiv-Test oder verstorben an Coronavirus, an den Folgen der Auswirkungen. Und das sind zwei Daten, die wir zum Beispiel gerne bei uns geheim halten. Ja? Also wir sagen immer die Corona-Toten, meine damit aber praktisch jeden, der verstorben ist und der positiv getestet wurde. Wir sagen nicht, wer ist denn an dem Virus verstorben. Und nur weil das Russland sozusagen klarer darlegt, machen die Medien natürlich gleich eine Horrorgeschichte daraus. Und sie wollen euch damit negativ beeinflussen. Also einerseits wollen sie euch ablenken, wie gut es uns geht hier. Auf der anderen Seite wollen sie euch sagen, natürlich die bösen Russen belügen ihre eigene Bevölkerung, das glaubt ihnen eh niemand. Und zwar da ein netter Satz dazu. Dort werden lediglich Fälle aufgelistet, bei denen Covid-19 als Todesursache bestätigt wurde. Das sind eben die aus den Obduktionen. An dieser Zählweise gibt es immer wieder Kritik. Von wem? Nicht von den Russen selbst, aber von den Medien hier, von den europäischen Staaten, von wem? Also wenn ihr so etwas lest, ja, dann müsst euch klar sein, das ist ganz klar Medienmanipulation. Sie versuchen, euch sozusagen eine Meinung aufzuzwingen und sie schaffen es ja auch. Ja? Also weil wenn du etwas ständig wieder hörst und so weiter, aber passt auf solche Dinge auf. Das nimmt uns auch die Freiheit zu denken, es nimmt uns die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen, wenn wir uns von diesen Dingen beeinflussen lassen. Und passt auf, wenn ihr Medien konsumiert. Es wird einfach, vieles stimmt einfach nicht und vieles wird falsch eingeordnet. Ja? Aber vermutlich die meisten, die dieses Video sehen, wissen das ohnehin schon. Ich wollte es nur heute, weil ich gerade das gelesen habe auf meinem Telefon, einfach nochmal ganz kurz ins Video reinsprechen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Beispiele für Medienmanipulation, die werden uns nicht ausgehen. Bitte, bitte kommentiert das unter dem Video, liked das Video und natürlich abonniert den Kanal. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank und Servus.